Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Tour hinter die Kulissen des Vitra Design Museums. Mein Name ist Susanne Grane, ich leite die Sammlung und nehme Sie heute mit auf eine kleine Reise in das Eames-Universum. Das Designer- und Künstlerehepaar Charles und Ray Eames gehört zweifelsohne zu dem bekanntesten Designer-Couple des 20. Jahrhunderts. Warum sie so wichtig sind und welche tollen Stücke wir in unserer Sammlung haben, das möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Charles und Ray Eames lernen sich 1940 an der Cranbrook Academy of Art in Michigan kennen. Ray hatte eine künstlerische Ausbildung und ein Studium hinter sich und Charles hatte Architektur studiert. Die beiden lernten sich kennen, während Charles dort zusammen mit seinem Freund Eero Saarinen an einem Wettbewerb arbeitete, den das MoMA 1940 ausgerichtet hatte. Für diesen Wettbewerb reichten Charles Eames und Eero Saarinen Möbelentwürfe ein, die sich damit auseinandersetzten, aus einem relativ neuen Material, dem Sperrholz, serielle und preisgünstige Möbel herzustellen. Dabei verfolgten sie die Idee, vor allen Dingen die Sitzschale aus einem Stück herzustellen. Und einer dieser Beiträge aus dieser Gruppe von Möbeln heraus ist der Side oder sogenannte Conversation Chair, der dann später als Organic Chair bezeichnet wurde und den sehen wir hier. Damit beginnt sozusagen 1940 die Arbeit und Auseinandersetzung der Eames mit dem Medium des Möbeldesigns. Charles wird über diesen ersten Entwurf später sagen, dass er quasi noch nicht zu Ende gedacht war. Man hatte sich zwar bemüht, diese Form zu gestalten und hat es sehr, sehr aufwendig hergestellt und stellte dann aber fest, nachdem sie den ersten Preis für diesen Entwurf sogar gewonnen hatten, dass eine serielle, kostengünstige Produktion nicht möglich war. Sie blieben aber dieser Idee, die Arbeit mit Sperrholz und auch der Suche nach einer Lösung für quasi eine Möbel aus einem Stück treu. 1941 heirateten Charles und Ray Eames und zogen nach Los Angeles um. Und mit dem Kriegsausbruch verlagerte sich so ein bisschen ihr Arbeitsschwerpunkt. Basierend auf ihren gewonnenen Erfahrungen mit der Arbeit mit Sperrholz, fokussierten sie vor allen Dingen nach dem Kriegseintritt von Amerika 1941 ihre Tätigkeit auf kriegsrelevante Güter. Parallel zu dieser Arbeit entwickelten sie ihre Experimente in Sperrholz weiter und hatten bis 1946 die sogenannte Plywood Group geschaffen und entworfen. Wir sehen hier eines der ersten fertigen Produkte aus dieser Entwurfsphase, ein Stuhl der Plywood Group. Was bemerkenswert ist, dass sie diese Idee, eine Schale aus nur einer Form zu entwickeln, aufgegeben haben zugunsten einer zweigeteilten Sitz- und Rückenlehnfläche. Wir sehen hier zwischen dem Organic Chair und diesem Ply Chair noch einen Stuhl, der quasi eine Entwurfsphase darstellt, wo man noch gut erkennen kann, wie sie versucht haben, dieses Problem der Einschaligkeit zu lösen. Bemerkenswert an dieser Arbeit ist nicht nur die perfekte Lösung aller Probleme, gestalterisch, technologisch, formal, sondern dass sie damit auch ein Stück weit eine gewisse Modularität in den Möbelbau oder ins Möbeldesign hineinbringen. Diese Plywood Group besteht, und man sieht es hier ganz schön, aus mehreren Komponenten, die man unterschiedlich verbinden kann. Also es gibt eine kleinere, etwas bequemere, sozusagen Lounge-Variante. Es gibt die höhere Variante für den Esstisch. Es gibt neben den Holzuntergestellen auch Metalluntergestelle, die vier oder drei Beine haben können. Man hat sozusagen mit den Komponenten, die man entwickelt hat, ein ganzes Möbelsystem entworfen. Und diese revolutionäre Idee, der sollten Sie treu bleiben. Und wir werden uns jetzt gleich anschauen, wie sich das weiterentwickelt. 1948 richtete das MoMA erneut einen Wettbewerb aus für Low-Cost-Furniture. Und Charles und Ray Eames nahmen daran teil und stellten eine Möbelserie aus, deren Sitzfläche jetzt quasi aus einem Stück bestand, allerdings nutzten sie dafür Metall. Es stellte sich bald heraus, dass die Produktion von Metallschalen ebenfalls sehr aufwendig und sehr teuer war. Und sie nutzten nun ein komplett neues Material, was ihnen durchaus aber schon vom Bau zum Beispiel ihres Case Study Houses bekannt war, was ebenfalls 1948 fertiggestellt wurde, nämlich
glasfaserverstärkten Kunststoff. Zusammen mit einem befreundeten Bootsbauer entwickelten sie die ersten Schalen aus diesem neuen Material, was vor allen Dingen aus dem Militär sozusagen in den Alltagsgebrauch hinüberkam. Und mit diesem Material, was sehr kostengünstig war, was sich seriell vergleichsweise einfach produzieren ließ, gelang ihnen nun der Durchbruch, ihre Idee der Schalensitze zu verwirklichen. Und wir sehen hier im Schaudepot eine ganze Reihe dieser frühen Entwürfen, die ungefähr um 1948, 49, 1950 entstanden sind. Man sieht wieder dieses modulare, schon bereits angesprochene System. Es gibt Schalen mit Armlehne, ohne Armlehne, die mit unterschiedlichsten Untergestellen kombiniert werden können. Bezüglich der Farbe ist es ganz interessant, dass uns das, was wir heute als diese farbenfrohen, leuchtenden Ihnen-Schalen kennen, dass das am Anfang noch gar nicht der Fall war. Die ersten Modelle und die ersten Farbmuster, die wir kennen und die auch bestätigt sind, sind eher sehr zurückhaltende Farben. Also ein gedecktes Weiß, ein helles Grau, so ein Grün-Grau, so Elefantenhaut hieß das auch dann. Elephant Hide oder Gräsch waren die Farbbezeichnungen. Und erst später kamen diese leuchtenden, wirklich starken Farben wie Blau oder Rot dazu. Es liegt sicherlich auch daran, dass zum Beispiel gerade bei diesem Roten, man sieht es hier auch ganz schön, am Anfang noch das Problem bestand, dass der Farbstoff zum Beispiel nicht besonders lichtecht war und der sehr unterschiedlich ausgeblichen ist, sodass es eine Zeit lang auch Experimente benötigte, bis man da die perfekte Lösung fand, die auch länger haltbar zu machen. Wie bereits erwähnt, ungefähr 1949 gingen die Schalen in Produktion und der Erfolg dieser Schalen war sicherlich auch ein guter finanzieller Grundstein für die Eames, der ihnen erlaubte, ihr Studio, was zu dem Zeitpunkt schon am Washington Boulevard in Venice in Kalifornien existierte, erfolgreich aufzubauen. Ungefähr zur selben Zeit entwickelten sie die Idee der Schalenstühle weiter, indem sie ein Material nutzten, mit dem sie vorher schon experimentiert hatten, nämlich Metalldraht. Wir sehen das hier, diese sogenannten Wire Chairs. Also sie haben die Idee der Schale adaptiert, haben sie in Draht umgesetzt, um das Ganze noch etwas leichter zu machen, transparenter. Wir sehen wieder die modularen Systeme mit den unterschiedlichen Untergestellen. Und weil das Sitzen auf einer Drahtschale nicht ganz so bequem ist, haben sie dazu Polsterauflagen entwickelt, zweiteilige oder einteilige. Die ersten waren tatsächlich noch handgenäht sozusagen in ihrem eigenen Studio. Das ist etwas, was diesen Designprozess der Eames auch so nachhaltig macht, dass sie alle Dinge, die sie entwickelt haben, auch zumeist selber ausprobiert haben. Also dieser Prozess des Entwerfens und des Herstellens, den haben die sehr akribisch verfolgt und haben auch wenn ein Objekt fertig war und in Serie gegangen ist, immer weiter an diesem Produkt gearbeitet. Also sie haben immer wieder Dinge verbessert und sei es nur kleinste Details, wie zum Beispiel die Fußform oder der Anschluss der einzelnen Elemente zueinander. Also das war sozusagen ein langer Prozess über Jahre hinweg, der ihnen extrem wichtig war. 1956 ging dann ein Produkt in Serie, was sicherlich viele von ihnen noch heute als erstes mit den Namen dieser beiden Designer verbinden, nämlich der Lounge Chair, den wir hier oben im Schaudepot sehen und von denen wir viele weitere Exemplare in der Sammlung haben. Der Lounge Chair ist wieder aus der Idee der Schale entstanden, war aber nun ein sehr, sehr bequemer Stuhl zum Ausruhen. Man muss sich vorstellen, Amerika in dieser Zeit brachen neue Technologien sich ihre Bahn, zum Beispiel das Fernsehen. Es brauchte also sozusagen plötzlich auch neue Möbel für diese neuen Betätigungsfelder. Man hatte Freizeit, man wollte sich hinsetzen, man wollte sich ausruhen. Die Symmetrie oder die Geometrie der Wohnräume änderte sich, weil sie plötzlich zum Beispiel auf dem Fernseher ausgerichtet war. Und für all diese Dinge brauchte es einen neuen Typus im Mobiliar. Der Lounge-Chair, dieser bequeme, daunengepolsterte Ledersessel, erfüllte diesen Anspruch aufs Allerbeste. Kurze Zeit später, so um 1958, ging dann die Aluminium Group in Serie. Bei diesem Möbeltypus wichen die Eames von ihren herkömmlichen gestalterischen Prinzipien ab, indem sie also nicht mehr einen Schalenstuhl entwickelten,
sondern jetzt ein zwischen zwei Metallrahmen gespanntes Stück Stoff verwendeten, um diese neuen, bequemen Sitzmöglichkeiten zu entwickeln. Interessanterweise kennen wir heute diese Aluminiumgruppen meistens aus der Chefetage. Ursprünglich war das aber eigentlich ein Stuhl, der als Indoor-Outdoor-Gruppe konzipiert war. Und wie der Name schon sagt, war es also etwas, was auch für den Außenbereich funktionieren sollte. Aus diesem Grund hat man sich für das Metall Aluminium entschieden, hat ein sehr witterungsbeständiges Metall und hat die erste Variante, und wir sehen das hier ganz schön, mit einem Kunststoff oder mit einem Kunstfasergewebe bezogen, dem sogenannten Saran, um es eben im Außenbereich und im Innenbereich verwenden zu können. Leider war diese Kunstfaser nicht besonders witterungsstabil und dieser Stuhl wurde dann mehr und mehr eher im Innenbereich verwendet als im Außenbereich. Man hat dann begonnen, Kunstleder, sogenanntes Naugehalt, zu verwenden. Und ein großer innovativer Schritt, was die Bespannung anbelangte, war sicherlich der Moment, in dem man diese einzelnen Lagen von Leder thermisch miteinander verschweißte und das bis heute berühmte Muster, diese Rillen entstand, was wir bis heute gut kennen. Aus der Aluminium Group heraus entwickelte sich dann später die sogenannte Softpad Group, also quasi die gepolsterte Variante der Aluminiumstühle. Es gibt natürlich noch viele andere Möbelentwürfe von den Eames, die wir nicht alle im Schaudepot ausstellen. Viele von denen bewahren wir in der Sammlung auf und das werden wir uns jetzt gleich näher anschauen. Wir befinden uns jetzt innerhalb der Sammlung des Vitra Design Museums im Bereich mit den Möbeln und Prototypen aus dem Eames Office. Nach dem Tod von Ray Eames 1988 ist es gelungen, den Möbelnachlass aus dem Eames Office ans Vitra Design Museum zu holen. Weil es damals tatsächlich so war, dass es der Familie wichtig war, dass der ganze Nachlass zusammenbleibt, befindet sich heute im Vitra Design Museum eigentlich das Herzstück des Möbelnachlasses aus dem Eames Office mit Prototypen, Entwicklungsmodellen und Zwischenstufen bis hin zum seriellen Produkt. Und man sieht zum Beispiel hier an diesen Objekten sehr, sehr schön den schon erwähnten Kampf und die Suche nach einer Lösung, eine Sitzschale aus einem Stück zu gestalten. Das sind frühe Sperrholzexperimente, bei denen man sehr schön sieht, wie sie versucht haben, dieses Sperrholz dreidimensional zu biegen und das überschüssige Material durch unterschiedlichste Einschnitte so zu formen, dass eine bequeme Sitzschale entsteht. Wir haben davon mehrere verschiedene Stücke, die sehr eindrücklich zeigen, dass dieser Entwurfsprozess eben nicht eine geniale Idee war, die man dann sofort umsetzen konnte, sondern ein wirklich jahrelanges Suchen nach den richtigen Formen, nach den geeigneten Materialien, nach den richtigen technologischen Lösungen. Es gibt auch Beispiele, wie sie diese Idee weiterentwickelten. Wir sehen es hier ganz schön. Auch ein Ausstellungsstück, in dem sie das Problem der Schalensitze lösten, indem sie Metall nutzten, was sie dann mit einem Kunststoff überzogen haben, sodass es bequemer war, auf diesem Stück zu sitzen. Hier gibt es auch noch eine Schale aus dem MoMA-Wettbewerb aus Aluminium, die ebenfalls verdeutlicht, wie sie das gelöst haben und auch visuell dargestellt haben. Frühe Experimente mit Sperrholz, die dann zu ihrem berühmten Entwurf des Lounge Chairs führten. Also auch hier ganz, ganz viele Einzelteile, verschiedene Zwischenstadien, die immer wieder zeigen, welche unterschiedlichen Testreihen durchgeführt wurden, bis hin wirklich zur Verklebung der einzelnen Furnierschichten. Der Nachlass gibt uns auch eine genaue Vorstellung davon, wie wichtig den Eames jedes kleinste gestalterische Element war. Wir sehen es an den zahlreichen Prototypen, wir sehen es an den zahlreichen Gussformen und nicht nur die technischen Details, sondern auch ergonomische Aspekte lagen ihm besonders am Herzen. Und wir haben mehrere Vorrichtungen, bei der sich die einzelnen Elemente eines Sitzes individuell verstellen lassen, sodass man ausprobieren konnte, was ist wirklich die beste und bequemste Sitzposition. Ein besonderes Stück in unserer Sammlung und eine Dauerleihgabe der Eames Foundation, die das Erbe von Charles und Ray Eames bis in die heutige Zeit verwaltet, ist eine sehr frühe Kunststoffschale, auf die der
berühmte Zeichner, Künstler, Cartoonist Saul Steinberg eine weibliche Figur gemalt hat. Das Stück gehört zu einer ganzen Gruppe von Möbeln bzw. zu einem Setting, was Saul Steinberg bei einem Besuch im Eames-Office gestaltet hat. Also er hat quasi Wände, verschiedene Möbel mit seinen typischen Zeichnungen bemalt. Saul Steinberg gehörte zu dem großen Bekanntenkreis der Eames, die in ihrer Zeit natürlich mit wichtigen Gestaltern, Künstlerpersönlichkeiten befreundet waren, die sie immer wieder in ihr Haus einluden und mit denen zusammen sie arbeiteten, von denen sie sich natürlich auch Inspiration holten beziehungsweise die sich von den Eames inspirieren ließen. Das kreative Schaffenszentrum der Eames war zweifelsohne ihre Werkstatt am Washington Boulevard. Und dank der Eames Foundation war es uns möglich, das Büro von Charles Eames als Dauerleihgabe hier im Vitra Design Museum zu installieren. Wir haben also tatsächlich die Originalmöbel, die Originalausstattung dieses Büros hier bei uns. Man sieht aufgrund der hier zusammengetragenen Gegenstände, wie vielfältig die Inspirationsquellen der Eames waren. In diesen vielen Dingen, die wir hier zusammengetragen haben, befinden sich auch immer wieder Muster oder Kleinigkeiten, die uns überraschen oder uns nochmal einen tieferen Einblick in ihre Arbeit geben. So zum Beispiel eine Sammlung an frühen Fiberglasmustern, die von den Eames beschriftet wurden und kommentiert wurden, wo also die Farbauswahl stattgefunden hat. Zu sehen sind die unterschiedlichen Nummern der einzelnen Farben und zum Teil die Kommentare zu bestimmten Farbtönen, die möglich erschienen oder als spezielle Farbtöne für zum Beispiel eine besondere Lieferung oder einen Großauftrag verwendet wurden, aber eben auch Dinge, die von ihnen sehr klar abgelehnt wurden. Und ein kleines Rätsel war für uns lange Zeit eine Sammlung an quasi Miniaturmöbeln und Einzelteilen. Also es gibt wirklich mehrere Schachteln mit solchen gegossenen kleinen Möbelformen wie dieser hier. Und dazu gibt es sogar eine ganze Reihe von Gipsgussformen. Wir haben uns lange Zeit gefragt, warum diese Sammlung angelegt wurde, bis wir dann den entscheidenden Hinweis fanden. Ende der 50er wurden die Eames von Revell beauftragt, einer Firma, die sozusagen Modellbauspielzeug herstellt, ein Toyhaus zu entwerfen, also so eine Art Puppenhaus. Und für dieses Puppenhaus haben sie nicht nur quasi die Außenform entworfen, sondern auch die dazugehörige Innenausstattung und haben natürlich ihre Möbel als Vorbild genommen. Was fast noch faszinierender ist und damals als eine Art Kinderspielzeug galt, ein sehr frühes Gerät, mit dem man Kunststoffe verformen konnte. Und man sieht hier ganz schön diese Kunststofffolien, die mit Hilfe von Wärme in die Sitzschalenform geborgen wurde und die am Ende kleine Eames-Schalen zur Folge hatten, die dann auch für den Prototypen des Modellbauhauses genommen wurden. Leider ging dieses Toyhaus nie in Serie. Das Eames Office am Washington Boulevard wurde 1943 eingerichtet und war bis 1987 in Betrieb. Es ging nicht nur um Möbeldesign, sondern es ging wirklich um Film, Grafikdesign, um Interieurs, um große Ausstellungsprojekte. In all diesen Gebieten waren die Eames tätig. Häufig wird die Frage gestellt, wie die Zusammenarbeit des Paares funktionierte, ob es quasi einen kreativeren Part gab oder einen künstlerischen. Aber sie betonen beide auch in Interviews immer wieder, dass es ein gemeinsamer Schaffensprozess war, wo sie sich beide gegenseitig inspiriert und angeregt haben. Man muss es wirklich als Novum sehen, dass in dieser Zeit ein Ehepaar sowohl privat als auch beruflich eine gemeinsame Karriere anstrebte und gleichberechtigt ihre Arbeit vollbrachten. Nach dem Tod von Ray Eames ging der zweidimensionale Nachlass des Eames Office an die Library of Congress. Auch wir hier, Vitra Design Museum, haben einen sehr kleinen Archivbestand an Eames-Produkten, die wir uns jetzt nochmal genauer anschauen werden. Wie schon erwähnt, sind die archivalischen Nachlässe der Eames an die Library of Congress gegangen. Und das Vitra Design Museum besitzt nur einen sehr, sehr kleinen Teil an Archivmaterial. Der ist aber durchaus sehenswert und ein paar ausgewählte Beispiele
will ich jetzt zeigen. Wir besitzen zum Beispiel sehr, sehr frühe Kataloge der ersten Hermann-Müller-Kollektion von 1948. Und es sind bereits die Möbel von Charles und Ray Eames erwähnt. Und man sieht hier ganz schön, dass eben nicht nur die Stühle dazu gehörten, sondern auch Tische oder der Wandschirm. Die verschiedenen Varianten, die es gab in verschiedenen Holzarten, verschiedene Höhen, verschiedene Untergestelle. Also wie schon erwähnt, diese Modularität ihrer Entwürfe, die sich durch ihre gestalterischen Ideen hindurchzieht. Hier noch ein Beispiel für ein sehr, sehr frühes Plakat, auch der Hermann-Müller-Gruppe. Hier sieht man schon, wie die Fiberglasstühle beworben werden und welche verschiedenen Farbvarianten es gab und die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Schal und Untergestell. In sehr kleinem Umfang besitzen wir auch persönliche Korrespondenz. Hier ein Beispiel für einen Brief, den Ray Eames an Susan Girard schrieb, in einer Zeit 1958, in der sie gerade gemeinsam mit George Nelson eine Ausstellung in Moskau aufbauten. Ein sehr persönlicher Brief, der natürlich viele Dinge vermittelt, die hinter den Kulissen stattgefunden haben. Und ein weiteres kleines Highlight der Sammlung. Wir haben ungefähr 1200 Negative aus dem Eames Office bei uns im Bestand, die während der Jahre in diesem Eames Office entstanden sind, sehr gut beschriftet sind. Wir haben diese Negative in den letzten Jahren digitalisieren lassen und sie sind nun in unserer Datenbank abrufbereit. Im Atlas des Möbeldesigns finden sich viele Objekte aus unserer Sammlung und werden nochmal sehr ausführlich mit ergänzendem Material erläutert. Wer sich speziell für die Möbel der Eames interessiert, dem sei das Eames Furniture Sourcebook ans Herz gelegt. Das ist ein Katalog, der im Rahmen einer Eames-Ausstellung bei uns entstanden ist und sehr detailliert auf die Bestände des Vitra Design Museums eingeht und noch zahlreichere Hintergründe zum Schaffensprozess der Eames aufdeckt